initiates on that section of the mystery of Egypt, which is called the Rosicrucian Order of Alpha Omega, assist me to open the hall of the Neophytes of the Arthur Temple number 7 in Paris. Kas, kas! Es liebe Melon! Die hermetische Tradition kommt aus einer Zusammenschmelzung zwischen den griechischen und ägyptischen Kultur im ptolemäischen Ägypten und hat seinen ersten Wurzel in den astronomischen und spirituellen Traditionen von Sumerien. Dann ist es durch Chaldäer gekommen nach Ägypten und ist nach Europa gekommen mit dem griechischen und römischen Republiken. Für mehr als 2000 Jahre die hermetische Wissenschaft hat einen dreifachen Art von spirituellen Übungen gelehrt, die bekannt sind als das Trivium Hermeticum, Astrologie, Theurgie und Alchemie, die zusammenbauen einen sehr mächtigen System von energetischen Evolution, die bekannt ist als den Royal Art, La Royale of Solar Ascension. Unser Orden, den Hermetischen Orden des Golden Dawns, wurde begründet in England in 1888. Die Golden Dawn wurde später, 100 Jahre vorher, den äußeren Orden von S.L. McGregor Mathers, Rosicrucian Orden von Alpha et Omega, in Paris in 1909, 7 Jahre nach den Rebellion von den Adepten in England. Heute den Arthur Grand Temple hier in Paris, Frankreich, begründet von S.L. McGregor Mathers in 1892, bleibt den Muttertempel und den weltweiten Headquarters für beide den hermetischen Orden des Golden Dawns und den rosekreuzischen Orden von Alpha und Omega. Seitdem Aleister Crowley und Israel Regardie haben unsere Einweihungsritualen, die Golden Dawn Einweihungsritualen und Teilen von unserem magischen System veröffentlicht, die Lehre von unserer Orden hat eine riesen Auswirkung auf die ganze esoterische Gesellschaft und die ganze Esoterik. Also mit diesen veröffentlichten Materialien in der letzten Zeit sind viele neue Golden Dawn Orden und Tempel entstanden. Einige davon haben eine New Age Richtung und andere eine telemische Richtung. Diesen spontanen und neuen Entwicklung von vielen Golden Dawn Tempels und Orden erinnert viel an den Beginn von Freimaurerei in den 18. Jahrhundert, als viele Logen überall entstanden sind. Also unter Golden Dawn Orden, unsere Orden bleibt sehr, sehr traditional. Wir halten fast an unseren Wurzeln in den Golden Dawn Traditionen und wir bleiben sehr, sehr nahe an, unseren hermetischen und rosekruzianischen Wurzeln in unsere Lehre und unsere spirituellen Übungen. Aber also die Offenbarung von der Magie von unserem zweiten Orden von Aleister Crowley und Regardie hat uns eine schwere Aufgabe gegeben. Wir sind trotzdem sehr treu an unsere Herkunft geblieben, aber trotzdem unsere Orden hat sich weiterentwickelt. Deswegen 1999 den Rosicrucian Orden von Alpha und Omega hat eine Generalreformation von unserer Orden gerufen. Wir haben zuerst eine neue Curriculum, magisch und alchemisch, für unsere zweiten Orden, die RR@AC, vorbereitet. Und um das vorzubereiten, haben wir nur ganz und gar Rosenkreuz und hermetischen, esoterischen Transmissionen und Dokumente angewendet, die zu uns zur Verfügung gestellt wurden von den Arthur Temple Nummer 7 in Paris.
Danach, wir haben alles, was veroffenbart würde, bis zu unserer äußeren Ordnung gestellt. Und das heißt, dass man heute praktiziert die Magie von Anfang an in unserer Ordnung. Die direkte Wurzel von unserer Ordnung, die direkte Line von unserer Ordnung, sind hermetisch und rosikruzianisch im Ursprung. Die Wichtigkeit von diesen Lineages sind sehr falsch verstanden. Die haben nichts zu tun mit einer Art von apostolischer Reihe von Succession, wie in die christliche Kirche der Fall ist. Oder die sind auch nicht wie in der Freimaurerei, wo das nur mutuelle Anerkennung hat zu tun damit, sondern das sind spirituelle Lehren und spirituelle Linien, wie in den Zen oder tibetanischen Buddhismus. Und sie haben mit sich ganz bestimmte spirituelle Übungen und Techniken, die in Dokumente weitergegeben werden, zusammen mit mündlichen Erklärungen, die sehr wichtig sind, damit sie richtig praktiziert werden können. Unsere hermetischen Ursprünge sind aus Ägypten und sie würden also weitergegeben von hermetischen Meister bis zu hermetischen Lehrjungen durch vielen Jahrhunderte in einen ungebrochenen Kette von Eingeweihten und würde weitergegeben an unsere Orden von den geheime kontinentaleuropäische Orden von hermetischen Alchemisten, die in den Golden Dawn beschrieben werden als die geheime Oberen, Secret Chiefs. Es sind diese geheime Oberen, die eigentlich die Ursprungsfälle sind von allen von den Initiationen, die Ritualen, die Lehren und die spirituellen Übungen von allen von den Graden, von alle drei Orden, von den ursprünglichen Hermetic Order of the Golden Dawn. Als erste Überlieferung in 1850 den ungarischen Graf Apponyi, der also diesen geheimen Oberen vertreten hat, hat Kenneth McKinsey eingeweiht in Österreich. Apponyi gab McKinsey den hermetischen Lehre, die Rituale und die, alles für unsere ersten Orden, die Hermetic Order of the Golden Dawn. McKinsey hat diesen Lehren später genommen und geziffert in den berühmten Ziffermanuskripten, die später angewendet wurden von Westcott, von McGregor Mathers und Woodman, um den Golden Dawn zu begründen, 1888. Dann wieder 1891 schon wieder ein Mitglied von diesen geheimen Oberen, Frater Luxe Tenebris, hat S.L. McGregor Mathers eingeweiht in Paris und hat ihm gegeben die Rituale und Lehren, die unsere zweiten Orden geworden sind, die RRADC. Dann wieder 2002, unsere Orden würde wieder kontaktiert von diesen gleichen geheimen Oberen und in einem historischen Treffen in Paris schon wieder ein Luxe Tenebris, ein anderer natürlich, aber wieder von dem gleichen geheimen Oberen, hat Jean-Pascal Rougeau und mir, David Griffin, eingeweiht. Und sie haben uns gegeben die hermetischen und rosikrucianischen Lehren und Ritualen, womit den dritten Orden von den Golden Dawn zu manifestieren und um zu komplettieren die höchsten Graden von den Alpha et Omega. Dieses Kursus von den dritten Orden von den Alpha et Omega einschließt auch die Praktiken von den hermetischen inneren Alchemie. Das ist der geheimste Teil von der westlichen esoterischen Tradition. Das ist also der Obenstein auf die Pyramide. Also, nach den Reformen von 1999 und diesen historischen Zusammenkunft mit den geheimen Oberen 2002, unsere Orden ist geworden der einzige Golden Dawn Orden mit einem richtig geheimen zweiten Orden, Kursus, wo die ganz und gar rosikruzianisch und hermetisch durch und durch ist und die auch Einweihung und Weiterbildung offriert in alle drei Orden von den Golden Dawn. Von der 0-0 Neophytengrad bis zum 9-2 von Magus und Weiter.